Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch mal den Afterpatch vom Giftcast of Friends Glitch zeigen. Ja, für diese Version braucht ihr natürlich auch eine MOC. In der MOC müsst ihr das Auto befinden, was ihr nicht mehr benötigt. Ansonsten einfach einen kostenlosen LG reinkaufen. Euer Freund braucht natürlich auch eine MOC. Er kann seine MOC ja schon mal zum Stripclub unten hinfahren. Wir müssen einmal unseren LG anfordern, das ist ganz wichtig. Ebenso müsst ihr euch dann noch eine Spieleliste markieren. Den Link zur Spieleliste werdet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung finden. Das funktioniert aber zurzeit nur für die PlayStation 4 und für die PlayStation 5. Und ja, ebenso braucht ihr halt noch das Auto dann halt, was ihr vorher an eurem Freund ziehen wollt. Und dann würde ich sagen, dann lass uns auch schon direkt losstarten. Wir begeben uns dann einmal zum Casino. Wir müssen einmal die Markierungsoption einstellen, sodass uns die Jobs hier auf der Karte angezeigt werden. Denn wir brauchen einmal diese blaue Jobmarkierung hier. Wir stellen uns einmal in die Markierung rein. Wir gehen dann einmal auf Options, auf Online, auf meine Spielelisten, auf meine markierten Spielelisten. Dort starten wir jetzt einmal die Spielliste. Wir drücken einmal auf X. Dort jetzt in diesem Bildschirm angekommen, drücken wir jetzt einmal auf X und spammen die ganze Zeit Steuerkreuz nach rechts. Dann werdet ihr ins Jobmenü reingeladen. Solltet ihr jetzt nicht in das Jobmenü reingeladen werden, sondern oben links eine Fehlermeldung bekommen, dann müsst ihr das nochmal machen. Dann habt ihr den Part nicht gehittet. Sobald ihr im Jobmenü drin seid, könnt ihr den auch dann direkt wieder verlassen. So, jetzt ist der erste von zwei Verglitch-Parts auch schon fertig. Als nächstes fordern wir uns jetzt einmal unsere MOC und unseren LG an. Das ist ganz wichtig, dass wir es vorher machen, denn hinterher können wir das nämlich nicht mehr machen. Wir warten jetzt, bis die MOC ankommt. Wird mir auf der Karte angezeigt, perfekt. Wir begeben uns dann jetzt einmal zum Casino. Gehen ins Casino rein. Gehen dann einmal nach links zum Aufzug. Einmal in den Music Locker. Jetzt müsst ihr wirklich ganz langsam sein. Ihr seht jetzt hier, diese Jobmarkierung ist auf jeden Fall perfekt. Jetzt müsst ihr ganz langsam Richtung Fahrstuhl, aber nicht zu schnell. Wenn ihr zu schnell seid und zu weit geht, dann startet der Job. Wir gehen jetzt ganz langsam Richtung Ausgang, ganz, ganz langsam, bis wir jetzt oben links die Meldung bekommen, dass wir wieder ins Casino reingehen können. Und jetzt drücken wir einfach nach vorne und spammen die ganze Zeit nach X. Dann werden wir durch die Map fallen, ist auf jeden Fall perfekt. Und schon sind wir OTR verglitscht. Das könnt ihr sehen, dass unten links eure Minimap ein bisschen verpackt ist. Als nächstes holen wir uns dann jetzt einmal unsere MOC. Und begeben uns dann runter zum Stripclub. Unser Freund kann dann einmal unser Auto holen in der Zeit. So, jetzt unten beim Stripclub angekommen, stellen wir einmal unser MOC so hin, wie das jetzt bei mir im Video ist. Unser Freund stellt seine MOC, wie gesagt, auch dahin. Wir fahren jetzt einmal links neben die MOC. Stell das Auto am besten so hin, wie jetzt bei mir im Video, dass die Fahrertür dann blockiert ist. Wir drücken Steuerkreuz nach rechts, wird die MOC ein bisschen rumbuggen. Als nächstes sind wir gefreezed. Wir warten so ein paar Sekunden, so lange bis wir das Handy öffnen können. Sobald wir das Handy öffnen können, können wir auch aus dem Auto aussteigen. Wir steigen dann aus dem Auto aus und starten dann einmal einen Job für einen Titan. Dort im Jobmenü angekommen, können wir den Job auch dann direkt wieder verlassen. Und ja, als nächstes steigen wir jetzt in das Auto ein, was wir von unserem Freund ziehen wollen. Unser Freund geht dann in seine MOC, schickt uns dann einmal eine Einladung. Die Einladung, die nehmen wir an, werden dann einen schwarzen Bildschirm bekommen. Aus diesem Bildschirm werden wir jetzt auch nicht mehr rauskommen. Wir warten jetzt ungefähr so um die 10 Sekunden. Als nächstes dann geht hier einmal neu starten. Und ja, wenn wir jetzt in der Lobby ankommen, einmal in der Interaktionsmenü öffnen, Sonderfahrzeuge, mobile Kommandozentrale, einmal das persönliche Fahrzeug anfordern. Und sobald das Fahrzeug dann jetzt ankommt, werdet ihr sehen, dass wir jetzt schon das neue Auto von unserem Freund haben. Und ja, wenn ihr euch jetzt das nächste Auto ziehen wollt, müsst ihr halt dann jetzt die ganzen Steps dann nochmal wiederholen. Das heißt, ihr müsst euch dann wieder neu verglitschen. Und ja, Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es ja so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.